Hallo, Otto. Lange nicht mehr gehört. 18 Monate. Andere kriegen dafür 3 Jahre. Du hast doch um Himmels Willen keine neuen Pläne. Wir treffen uns morgen. 14 Uhr. Weißt schon wo. Diesmal stehe ich nicht wieder Schmiere. Brauchen wir diesmal nicht. Unverbindlich. Hör's mir bloß an. Dir zuliebe. Es wird dir gefallen. Vielleicht. Geld kannst du sicher brauchen. Schon wieder eine Bank? Todsicherer Plan. Lieber nicht tot. Also morgen um 2? Ich hab was in Aussicht. Geregelte Arbeitszeiten. Die gibt's bei mir auch. Und dazu 1 Million. Ich versuch's lieber mit ehrlicher Arbeit. Dafür bist du nicht geschaffen. Du wirst schon sehen. Ja, dich. Morgen um 2. Schwarzinger. Hallo. Ich dachte, du redest nicht mehr mit mir. Ich rede nicht mit dir, aber eine geschäftliche Vereinbarung. Du sollst mich nicht unter dieser Nummer anrufen. Morgen 14 Uhr? Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. 1 Million für dich. Wo steht der Schrank? Keller. Aber nicht in deinem. Fast. Wie viele Meter? 10, irgendwas. Ruf an, wenn der Tunnel fertig ist. Was ist ein halber Tag Graben gegen 1 Million? Vergiss es. Außer du hast eine Schildbohrmaschine für Tunnel. Wir müssen das in Ruhe besprechen. Du willst mir bloß einreden, dass ich graben soll. Du kommst. Bei einer todsicheren Million? Fragt sich nur, wer am Ende tot ist. Also, dann bis morgen. Katzenjammer von Andreas Renoldner. Regie Petra Feldhoff. Du bist sicher, dass 11 Meter hinter der Kellerwand? Wo kommt der Aushub hin? In welcher Richtung willst du graben? Ich soll mit der Schubkarre im schmalen Gang. Der Tresor ist bestimmt nicht gesichert. Wenn sie das Abbruchhaus sprengen, während wir im Keller graben. Du weißt, dass sich in solchen Häusern Gesindel umtreibt. Wie viel soll im Tresor liegen? In 2 Tagen soll der Tunnel fertig sein. 1 Meter hohen Gang mit dem Schweißgerät. 2 Tage einfach untertauchen. Mit Hacke und Schaufel. Und wenn wir im Haus entdeckt werden? So eine kleine Filiale hat nicht einmal 100.000 im Keller. Ich soll 10 Meter weiter in einem Erdloch herumkriechen und wieder zurück? Vergiss es. Ihr habt doch gehört, dass sie unlängst den Graf erwischt haben. Ihr wisst schon, der Einzelgänger. Weil alle immer mit dem gleichen System arbeiten. Jedes Mal haben sie uns in der Kamera. Und sie stecken immer die getürkten Geldscheine in unsere Plastiksäcke. Die mit den falschen Nummern. Und jedes Mal läuft der Alarm bei der Polizei. Hat man die Maske gerade vom Gesicht gezogen und läuft los. Jedes Mal 3 Minuten oder 4. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch besser gehen. Das kann doch keine unlösbare Aufgabe sein. Wenn die mich erwischen, muss ich für 3 Jahre, mindestens. Ich zeig euch den Keller. Ich weiß, wie ein Keller in einem Abbruchhaus aussieht. Ist aber mein Haus. Du hast ein Haus. Gekauft. Extra für den Tresor ein Haus gekauft. Also, gehen wir. Was kostet so eine Bruchbude? Ich werde nicht zahlen. Vorvertrag mit falschem Namen. Anzahlung in 2 Wochen. Das heißt, wir haben 2 Wochen Zeit? Das ist ja abgeschlossen. Mein Haus, habe ich doch gesagt. Das bedeutet, dass wir Ruhe haben. Keine Wache schieben. Da lang. Ist ja Licht und ein Kühlschrank. Ein Herd? Couch? Esstisch. Ein Luxuskeller. Eine richtige Wohnung. So hat früher meine Oma gewohnt, da war ich 5. Bis ihr kommt, ist alles da. Werkzeug, Klopapier, Lebensmittel, sogar Haarshampoo, wenn es sein muss. Rollmöpse und Obst, aber keine Bananen, am liebsten Weintrauben. Und Bratwurst? Weißes Brot, mit Bio kannst du mich jagen. Und schöne Bratkartoffeln dazu. Mit Zwiebeln. Und ein Mensch ärgert dich nicht. Das gibt bloß Streit. Aber sonst wird alles da sein. Siehst du das Loch? Hast du eine Schatzkiste ausgegraben? Da unten liegt ein 2. Kellerraum. Sicher 40 Kubikmeter. Den Aushub einfach runterkippen. Da hast du ja schon gegraben. Wie lange? Pro Meter 1 Stunde. Also noch 9 Stunden. 10. Kaffee? Sieht verdammt gut aus. Ich wollte nächste Woche einen anständigen Job anfangen. Ein wenig wie daheim, vor Jahren, also bei der Oma. Ich war auch lange bei meiner Oma. Die Richtung stimmt?
Die Kopien aus dem Kataster liegen auf dem Tisch. Wenn wir morgen anfangen, sind wir bis Samstag fertig, oder? Oh, dann kann ich ab Montag nächste Woche ganz normal arbeiten gehen. Ehrlicher Mensch werden. Und anständig. Ein Meter Gang in einer Stunde. Zu dritt sind wir noch schneller. Wie sollen wir zu dritt in einem schmalen Gang... Einer ist vorne, einer fährt mit der Schubkarre, der dritte hat Pause und verteilt nebenbei die Erde im zweiten Keller. Holzverschalung gegen Einsturz ist da. Im Erdgeschoss liegen Bretter und Rundholz. Morgen geht es los? Heute Abend 10 Uhr. Eins muss klar sein. Kein Wort zu niemandem. Wir werden das Haus 2 Tage lang nicht verlassen. Ich sorge für Verpflegung, du bringst das Schweißgerät mit. Und passt auf, dass ihr halbwegs unauffällig zum Haus kommt. Ich öffne Punkt 10 die Stahltür. Ich will einen Fernsehapparat. Wenn es sein muss. Und ich muss noch nachdenken. Da gibt's nichts zu denken. Der Plan ist todsicher. Das mit dem Tod gefällt mir nicht. Und das mit dem Graben auch nicht. Passt irgendwie zusammen, das Graben und der Tod. Keinen Kaffee? Wenn ich bis 10 alles fertig haben soll, dann... Ich muss auch dringend noch was erledigen. Kein Wort zu niemandem. Verstanden? Ich bin ja nicht blöd. Ich überleg mir das noch. 10 Meter von hier entfernt liegen 3 Millionen. Mit einem bisschen Glück haben wir die schon morgen. Warum so viel Geld in einer kleinen Bankfiliale? Wegen dem Keller. Der ist nicht zu knacken, glauben die. Ich habe gehört, wie sich der Filialleiter am Telefon bei seinen Vorgesetzten beschwert hat, dass sie ihn so viel reinlegen. Wann war das? Vor 2 Wochen. Eine todsichere Sache. Aber jetzt hör endlich auf mit dem Tod. Wir sehen uns um 10. Wer da? Ich bin's. Aber... Schon früher fertig geworden. Ich hab doch abgeschlossen, oder nicht? Ach, so ein Türchen. Eine Stahltür. Stinknormales Schloss. Seit wann kannst du Schlösser knacken? In 18 Monaten lernt man einiges. Im Gefängnis gibt's eine Schlosserei? Nö. Ist das Schloss jetzt kaputt? Glaube ich nicht. Was heißt Glaube? Glaube heißt weiß nicht. Ich will eine Antwort! Mann, wird schon zugehen. Was heißt wird schon? Dass sie zugehen wird... Kannst du mir bitte deutlich und verständlich erklären, ob die Tür jetzt abgeschlossen ist? Jetzt ist die Türe nicht abgeschlossen. Hab ja keinen Schlüssel. Dann schließ ab! Sofort! Ich geh ja schon. Und zwar Dolly, wenn ich bitten darf! Ja? Ich komme morgen Abend. Warum? Mutter im Krankenhaus. Seit wann? Seit einer Stunde. Oberschenkelhals. Ich glaub kein Wort. Das Krankenhaus hat gerade jetzt angerufen. Du bist bloß zu faul zum Graben. Also dann bis morgen um 10, abends. Du brauchst nicht mehr zu kommen. Und kein Wort zu niemandem. Ich kann ja einen Tag lang in Ruhe nachdenken, wem ich was erzähle. Ich blase die ganze Sache ab. Dann kann ich's ja erzählen. Ich kann dich nicht brauchen. Doch. Du brauchst mein Schweißgerät. Schönen Abend noch. Ich hab doch offen gelassen, weil ja dann Schwarz kommt. Schwarz kommt nicht. Und gib endlich den Schlüssel her. Was? Mutter im Krankenhaus. Der lügt. Das weiß ich auch. Hilf mir lieber bei der Kiste. Der will sich drücken. Ich habe ihm gesagt, er braucht gar nicht mehr zu kommen. Du hast ihn rausgeschmissen? Bleiben nur du und ich übrig. Sieht so aus. Aber wie kriegen wir das Schränkchen auf? Mit einer Flex wird's nicht gehen. So ein großer Schrank. Vielleicht kommt Schwarz doch noch. Der kommt nicht mehr. Ich frage mich nur... Wer uns dann wirklich den Schrank aufmacht? Steh nicht im Weg. Könntest wenigstens den Kühlschrank aufmachen. Oder brauchst du dafür auch einen Spezialisten? Angenommen, Schwarz macht keinen Handgriff im Tunnel. Kriegt er dann auch 1 Million? Nur wegen dem Schweißgerät? Ich verstehe nichts. Warum soll ich graben und der nicht und er ist der Einzige, der den Schrank aufmachen kann. Von mir aus nennt's Erpressung. Aber ohne ihn kommen wir an keinen einzigen Schein. Wer die Maschinen besitzt. Kannst du schweißen? Nö. Na eben. Und jetzt stell endlich den Kartoffelsack in die Ecke. Sowas lässt sich lernen. Hast du ein Schweißgerät? Das kostet nicht die Welt. Du musst doch noch was übrig haben vom letzten Mal. Jetzt haben wir aber kein Schweißgerät. Wie kommen wir also ohne Schwarz in den Tresor? Sprengen. Wo nimmst du den Sprengstoff her? Kaufen. Wie Milch und Butter, ein Sprengstoffgeschäft oder was? Aber... Ich hab's. Was? Ich weiß auf wen. Wen? Wen weißt du? Hallo, Keimer. Muss das sein? Wie geht's so?
Red nicht rum, wo steht der Schrank? Bei mir im Keller. Heute geht's los. Oh, heute sieht's bei mir schlecht aus. 1 Million. Damit kann ich auch keinen Tag kaufen. Dann ohne dich. Hast du sonst immer deine Verrückten dabei, diesen Braun oder Braunsberger oder wie der heißt? Schwarzinger. Verstehe. Der Schrank muss erst in den Keller gebracht werden. Woher weißt du das? Braunlinger ist faul, stinkfaul. Vergiss es einfach. War nur so eine Idee. Gibt's jetzt diesen Schrank oder nicht? Vergiss es und entschuldige die Störung. Oh, irgendwie wird sich vielleicht doch eine kleine Zeitlücke organisieren lassen, ha? Wo ist denn dieser Keller? Du musst dich entscheiden. Ja oder nein. Und vor allem, ich bin der Boss. Wann und wo? Du kennst den alten Treffpunkt? Hab ich Alzheimer? Man wird dich da kurz nach 10 abholen. Aber schick mir nicht diesen Idioten, diesen Beppo oder wie heißt du nochmal? Entweder du machst mit. Ich bin um 10 dort mit dem Schweißgerät, sonst noch was? Wie schaut denn die Verpflegung aus? Wieder schöne Bratkartoffeln mit Zwiebeln für deinen Beppo. Noch ein Wort und du wartest umsonst. Also dann bis morgen. Heute! 10 Uhr! Ja, natürlich heute. Entschuldige, also bis dann. Du wirst doch nicht... Was? Kalmar. Wir brauchen jemanden für den Schrank. Aber doch nicht ausgerechnet... Weißt du einen anderen? Kalmar kann mich nicht ausstehen. Wie kommst du denn darauf? Er ist zu allem ein bisschen ruppig. Und hat mir meine Carrera-Bahn ruiniert. Was? Ja, du weißt doch, im Haus meiner Mutter, im Keller, da habe ich eine Autorennbahn. 4-spurig, 2 Loopings und Brücken und alles mit Leitschienen, verstehst du? Und die Regler mit den Bremsen, die teuren. Verstehe kein Wort. Meine Autorennbahn. Habe ich noch nie davon erzählt? Wie kommt Kalmar zu deiner Mutter? Und dann hat er den Trafo ruiniert, am Stecker gerissen, nur weil ich gewonnen habe. Ja, dann musst du dir eben einen neuen kaufen. Macht er einfach nicht. Es geht doch egal. Bin ich deine Kindergartentante? Nein, du bist Bankräuber. Du kannst ja schon mal anfangen. Womit denn anfangen? Mit Graben. Was hältst du von Bratkartoffeln? Ist ja schon früher Abend. Du wartest, bis alle da sind. Wenn du gräbst, vergeht der Hunger ganz von selbst. Ich warte lieber, bis alle da sind. Willst du die Million oder nicht? Oh, klar. Da kann ich endlich meine Rennbahn auf 8 Spuren ausbauen. Dann musst du graben. Ja, später. Da ist ja der Fernseher. Den sehe ich jetzt erst. Da springen Kröten auf dem Schnee. Mit roten Bäuchen. Hast du sowas schon mal gesehen? Du bist hier, um zu arbeiten, verdammt nochmal! So hat Kalmar den Stecker auch rausgerissen. Und jetzt ist er hin. Fang an! Vorher brauche ich was zu essen. Fang endlich mit dem Graben an, du weißt genau, dass es immer irgendwelche Verzögerungen gibt! Was sein muss. Und was machst du? Ich hol was zum Abstützen. Was? Bretter, Rundholz, wir müssen den Gang sichern. Gegen wen? Sonst fällt uns die Erde auf den Kopf. Boom! Red nicht so mit mir. Es gibt Entwicklungen, die es nahelegen, eine Sache sofort abzubrechen. Auch wenn die Sache auf den ersten Blick todsicher wirkt. Schön fleißig? Niemand im Krankenhaus? Noch nicht. Wie bist du denn? Ich dachte... Die Tür war offen. Die Tür war offen? Aufmachen ist einfacher als abschließen. Das Schloss ist hin. Was für Blödmänner ich mich hier... Meine Mutter liegt gerade im Operationssaal, kommt erst in 2 Stunden wieder raus. Jetzt kann jeder einfach so reinkommen. Wer rüttelt schon an Türen von fremden Häusern? Na los, kümmer dich drum! Brauchen wir? Nein, danke. Siehst mitgenommen aus. Vielleicht beruhigt dich ein Bier.
Ihr seid die größten Idioten. Die ich je gesehen habe, kennen wir schon. Willst du diesmal auch die ganze Zeit brüllen, 2 Tage lang? Warum gräbst du nicht? Wenn Ottchen so gut mit Türen kann, warum gehen wir dann nicht einfach bei der Bank vorne rein? Schon mal was von der Alarmanlage gehört? Um 2 Uhr morgens brauchen Sie eine Viertelstunde oder noch länger. In der Zeit haben wir den Tresor gesprengt, das Geld verladen und... Hast du TNT dabei? Ich werde da mal wieder gehen. Mein lieber Schwarzinger, du hast jetzt die Wahl. Gehen oder 1 Million? Man kann doch ohne Gebrüll und Drohungen ein wenig verhandeln. Die Bedingungen. Das ist mein Keller. Mein Plan. Also bin ich hier der Boss und bestimme die Spielregeln. Nur, dass es klar ist. Autoritär wie ein... Hört euch kann man nicht anders. Verkehrspolizist. Also, arbeiten oder gehen? Jetzt! Arbeiten. Du bist nicht zum Fernsehen hier. Wir müssen noch Holz runterbringen. Ja, ja, ja. Da kommst du jetzt endlich! Gleich! Alles erledigt. Und sie geht jetzt nicht mehr auf? Wer? Die Tür. Mit dem richtigen Schlüsselchen? Du kannst jetzt weitergraben. Hab gar nicht gewusst, dass es Bierchen gibt. Du sollst einfach nur graben. Und was macht Schwarz? Er ist oben. Holz zu schneiden. Wir werfen 1 Münze. Ich bin der Boss. Na klar darfst du werfen, Boss. Kopf oder Zahl? Ich hab kein Geld. Keinen Cent? Allein die Gebühren für den Vorvertrag. Deshalb die Bank. Armer Boss. Ja, wir müssen anfangen. Je früher wir am Tresor sind. Da. Ich hab 1 Münze. Wenn Zahl kommt, muss ich. Ist doch egal, wer mit dem Graben anfängt. Wo ist sie denn hin, die Münze? Da, unterm Sessel. Ich fasse mich an, sonst heißt es wieder... Was wieder? Was ist oben? Du fängst an. Dann gehst du an die Schubkarre. Los jetzt endlich. Ja, ja. Hallo! Ist da jemand? Kalmer? Was machst du hier? Wie kommst du hier rein? Wegen dem Schrank ein ganzes Haus kaufen. Das ist eine wunderbare Idee. Wie kommst du hier rein und wieso weißt du, wo wir sind? Ein Vögelchen. Schwarzinger. Ja, geheime Quellen, mein Lieber. Das sieht ja unheimlich gemütlich aus hier. Wer hat dir gesagt? Hör auf damit, ich weiß es. Jetzt bin ich da, sonst noch Probleme. Also hat Otto geplaudert. Fernseher, Couch, das ist ja wunderbar, fast wieder heim früher. Wie hast du Otto reingelegt? Oh, ist ja alles da. Ja, dann werden wir mal. Jetzt wird endlich gearbeitet. Kartoffeln kochen, Zwiebeln schneiden. Du fängst mit der Schubkarre an. Die Erde kommt da in dieses Loch. Sag mal, hast du rote Zwiebeln? Die sind besser für Bratkartoffeln und Kümmel bräuchte ich. Stellst du dich mit Absicht blöd? Also ich nehme ja immer Olivenöl. Boss? Was ist los? Ein Problemchen. Was ist denn jetzt schon wieder? Mauer. Oh. Warum steht da eine Mauer? Werden sie gebaut haben. Ja, aber da ist doch nichts. Das Nachbargrundstück ist leer. Vor dem Krieg oder noch früher. Betonmauer? Sie müsste doch auf dem Plan sein. Also, das... ist unser Haus. Nein, mein Haus. Und das ist die Bank. Hier ist das unbebaute Grundstück. 8,70 Meter. Und da ist die Mauer. Da ist keine Mauer. Das muss aber passen von der Lage. Das ist keine Mauer. Wir müssen einen Umweg graben. Ja, nach rechts, 2 Meter. Also dann los, wenn wir bis morgen Abend fertig sein wollen. Ich koche erst mal Kartoffeln. Hier könnt ihr weitergraben inzwischen. Was
das jetzt? Abendessen ist ja schon bald 10. Das darf doch nicht wahr sein. Och, du hast doch sicher nichts gegen ein paar schöne Bratkartoffeln mit Zwiebeln, hä? Warum wird hier die ganze Zeit gegen mich? Im Gegenteil! Du gehst sofort graben. Mann, ja, ja, ja. Und du gehst an die Schubkarre. Später. Jetzt! Hör mal, wir sind doch so etwas wie deine Arbeitnehmer. Und deshalb musst du arbeiten. Schon mal was von Arbeitgeberpflichten gehört, von Fürsorge. Ausreichend Pausen für Nahrungsaufnahme, Sicherheit am Arbeitsplatz. Hier ist alles illegal, mein Lieber. Willst du, dass wir einen Tunnel graben oder dass wir in Kräfte zusammenbrechen? Warst du mal bei der Gewerkschaft? Ich koche jetzt mal für alle, ist das klar? Ich koche, du schaufelst. So einfach ist das Spiel. Aber dann... Sehen wir weiter. Das ist mein Keller, mein Plan. Das habe ich nie bezweifelt. Kann endlich jemand den Lehm hinaus schaffen? Ach, Beppo braucht dich. Ich kann mich schon nicht mehr umdrehen. Ich komme ja schon. Gut, dass du kommst. Wo sind eigentlich die Zwiebeln? Kühlschrank. Warum legst du die Zwiebeln in den Kühlschrank? Warum nicht? Zwiebeln müssen nicht gekühlt gelagert werden. Es geht um 3 Millionen, nicht um blöde Zwiebeln. Liegen die Millionen auch im Kühlschrank? Jetzt geht's nur ums Graben. Mir geht's jetzt um die Zwiebeln für die Bratkartoffeln. Fängst du schon wieder an? Ja. Und wo ist das Fleisch? Welches Fleisch? Na, Rostbraten, Steaks. Ich schmeiß dich raus. Oh, Bratwurst, immerhin. Und wo ist der Kümmel? Auch im Kühlschrank. Wer kommt da? Ein Einbrecher. Die Einbrecher sind doch wir. Schwarz bringt endlich das Holz. Lässt mich solche Balken schleppen. Und was macht der da? Wen meinst du? Der da. Zwiebeln schneiden. Ich koche nämlich für euch alle. Schöne Bratkartoffeln mit Zwiebeln, dazu Bratwurst. Hast du übrigens Kümmel mitgebracht? Was? Schichtwechsel. Du gehst jetzt nach vorne in den Gang. Aber ich war auch gerade. Ich rede von Schwarz. Ohne Essen werde ich sicher nicht schaufeln. Ich habe jetzt stundenlang gesägt. 20 Minuten. Die Kartoffeln sind noch halb roh. Ich kann ja dann beim Schälen helfen. Meine Herren, ich habe einen todsicheren Plan entwickelt. Ich habe das Haus organisiert und alles andere. Und daher wird getan... Du hast recht. Einer muss der Boss sein. Ja, ja. Der Boss ist der Boss. Ich habe Hunger wie ein Bär. Ich auch. 3 gegen 1. Sehe ich das richtig? Nein. Ich mag diese eingeschweißten Bratwürste eigentlich nicht so besonders. Du machst hier schlechte Stimmung. Hetzt meine Leute auf. Im Gegenteil, ich sorge für sie. Nach dem Essen gibt's Nachtschicht ohne Schwerarbeiterzulage. Alles klar? Machst du das mit der Schubkarre? Ja, aber dann habe ich frei. Ja, dann hast du frei. Wir sind ja alle nur hier, damit wir alle frei haben können. Ich gehe ja schon. Der nächste Einbrecher. Ja, hallo. Was machst denn du da? Na, komm schön zum Onkel. Nein, nicht zu dem, zu mir. Der andere Onkel schreit wieder so böse. Was? Guck mal. Hab's gesehen. Na, komm schön zum Onkelchen. Na, komm schön. Oh, ist die süß. Oh, mit Zwiebeln und Knoblauch vergeht das Süße sicher. Du willst die? Ich habe ein ausgezeichnetes Rezept von meiner Großmutter. Stammt noch aus dem Krieg. Was? Der will das Kätzchen. Ach, das wird dir auch schmecken, da bin ich ganz sicher. Ich habe ja Meerschweinchen im Keller. Was? Für meine Anaconda. Die frisst 1 im Monat und wenn sie zu viel werden, esse ich auch mal 1. Was? Schmecken wie Huhn. Jetzt sitzt sie im Loch. Sag mal, wie machst du die Meerschweine? Im Ganzen gebraten? Braune Soße mit Wurzelwerk. Rotwein? Keine Ahnung. Meine Mutter kocht. Bleib schön drin. Ein Knick mit dem Köpfchen. Na komm schön zum Onkel. Boss? Der will tatsächlich. Schau da. Ein Stück Wurst. Warum? Der hat dir den Schädel weggeblasen. Gut getroffen. Boss, warum erschießt du die Katze? Ihr sollt graben und sonst gar nichts. Ich werde jetzt graben. Ein
Katzengrab. Du gehst jetzt in den Gang. Ich werde jetzt das von dir ermordete Kätzchen... Verbrecher. Ich rede mit ihm und nicht mit dir. Wie kannst du nur das arme Kätzchen... Na, gib her. Man muss zuerst das Fell abziehen. Du wirst sie nicht in den Topf stecken. Oh, so ein schönes Stück frisches Fleisch einfach vergraben. Du wirst sie nicht kochen. Kann mir jemand sagen, wo hier die Toilette ist? Bin gleich wieder da. Schade um das Fleisch. Ich mag diese eingeschweißten Bratwürste nicht besonders gern. Gabel zum Kartoffelschälen. Mir ist ehrlich gesagt der Appetit vergangen. Zum Schälen brauchst du keinen. Süßes kleines Kätzchen einfach umbringen. Einfach so. Du musst ihn verstehen. Eine so große Sache und die ganze Last der Verantwortung. Was kann die Katze dafür? Außerdem hat er ein Autoritätsproblem. Er kommt aus diesem Heim, weißt schon. Die Betreuer da sind richtige Feldwebel. Außer Schreien hat er nichts gelernt. Ob da auch Katzen erschossen werden? Na sicher. Bei mir im Heim hat es keine Gewehre gegeben. Ihr habt nie mit Steinschleudern? Mit diesem dicken Gummi von den Einmachgläsern? Wir haben nicht geschossen. Kartoffeln sind fertig. Wer will so eine eingeschweißte Wurst dazu? Mir ist der Appetit vergangen. Du Wurst? Ich nehme Rollmöpsel. Zum Essen sind ja alle pünktlich, wie ich sehe. Und zieh dir die dreckigen Stiefel aus, wenn du zum Essen kommst. Mann, du spinnst wohl. Das soll bloß die Stiefel anlassen, sonst haut sie uns um. Stinkfüße. Stimmt's? Halt's Maul. Niemand Wurst? Wo wir gerade so friedlich zusammenstehen. Hey, ich hab was gefragt. Kann mir keiner eine Antwort geben? Wenn du niemand Wurst sagst, fühle ich mich nicht angesprochen. Hier fühlt sich ja überhaupt nie irgendjemand angesprochen. Willst du Wurst? Nein! Also niemand Wurst. Warum brüllt der Mörder so? Weil er keine Wurst essen will. Wer Kartoffeln will, soll die Hand heben. Bratkartoffeln mit Zwiebeln, ohne Kümmel. Wo sind meine Weintrauben? Niemand, nur ich. Mir ist der Appetit vergangen. Na dann. Wer Bratkartoffeln will, holt sich am besten selber einen Teller und eine Gabel. Hast du Weintrauben gekauft? Ja. Warum isst jetzt niemand? Ich meine, wozu stelle ich mich stundenlang an den Herd und koche für euch? Der Boss ist beleidigt. Mörder. Seid ihr zu faul, euch einen Teller zu holen? Aber Bananen sind da. Obwohl ich noch extra gesagt habe, keine Bananen. Alle magersüchtig, oder was? Am besten, wir blasen die Sache ab. Was soll der Stress? Wir haben 2 Tage Zeit. Wisst ihr, was gut zu den Kartoffeln passen würde? Ein schöner Rotwein. Da ist ja ein Plattenspieler. Und Platten. Richtige schwarze Schallplatten. Wie früher bei meiner Oma. Fass die ja nicht an. Aber lesen darf ich ja wohl. Rolling Stones. Das war noch Musik. Das war echte Musik. Leg auf. Jetzt wird gegraben. Jetzt sitzen wir beim Essen. So eine Tischmusik? Sehr gemütlich hier. Fehlt nur noch ein Holzofen. Wir sind hier, um eine Bank auszurauben. Graben werden wir nachher, also stell dich nicht so an. Leg endlich die Platte auf. Aber nur eine Nummer. Ah, ist das schön. Schmalz. Wenn du noch einmal Schmalz... Schmalz ist Schmalz, das kann ich sagen, so oft ich will. Wenn ich sage... Schon mal was von Redefreiheit gehört? Das ist Schmalz. Idiot. Aber... Das war doch sehr schön. Versaut mir die Stones. Die Stones waren schon in Ordnung. Ja, vor 40 Jahren. Die Stones sind Klassiker, wie Mozart und Beethoven. Wir haben alles nachgespielt. Alles. Painted Black, Satisfaction. Let's Spend the Night Together. Jumpin' Jack Flash. Ich an der Gitarre. Oh, ein Künstler. Habe ich gar nicht gewusst. Dann haben sie uns das Üben verboten.
Wer? Warum? Meine Mutter und ihr neuer Freund. Wir haben im Keller gespielt. Warum hockt ihr eigentlich alle in den Kellern rum? Noch nie was von Unterwelt gehört. Jetzt wird endlich gearbeitet. Aber... Du kannst gleich anfangen mit dem Graben. Ich will eine anständige Arbeit. Graben ist ja anständig. Zuerst wird gegessen. Es sind doch alle fertig. Du nimmst wirklich keine Kartoffeln? Na, Rollmöpse esse ich immer pur. Ist nicht gut für die Magenschleimhaut. Ich hab keine Magenschleimhaut. Zum letzten Mal. Könnt ihr mir sagen, warum wir uns hier versammelt haben? Wegen der Rollmöpse? Weil du Geld brauchst. Wie viel eigentlich? 500.000 hier noch. Wofür? Wozu eine halbe Million? Ist nichts übrig geblieben von der Sache vor 2 Jahren? Was hast du gemacht mit der Million? Ja, und vor 3 Jahren war doch die Sache mit dem Geldtransporter. Das warst du doch auch, oder? Genialer Plan, sich verkleiden und als Fahrer. Dass die nicht dahinter gekommen sind. Das warst du doch, oder? Sind jetzt alle fertig mit dem Essen? Nur noch einen Rollmops. Was hast du mit der Million gemacht? Es war nur 800.000. Ich glaube, er hat genug. Will bloß noch mal zuschlagen. Kann einfach keine Ruhe geben. Ihr wollt mich fertig machen. Also sag schon. Wozu brauchst du das Geld? Ich habe eine Insel in Aussicht. Oh, Gefängnisinsel, ja? Wozu eine Insel? Jagger hat doch eine Insel gekauft, oder? Wer ist Jagger? Eine ganze Insel. Ich glaube, der hat nur ein Haus auf einer Insel, ja? Ich will eine Insel wie Jagger. Wir müssen graben, damit du eine Insel kaufen kannst wie dieser Jagger? Bildung wie eine Ameise. Verrückt, der Boss ist einfach verrückt. 10 Meter von uns entfernt steht ein Tresor mit 3 Millionen. Eine todsichere Sache. Ich frage jetzt zum letzten Mal. Wer von euch macht mit? Wer will für immer ausgesorgt haben? Wer nicht mitmachen will, geht am besten sofort. Klar machen wir mit, oder? Ich werde erst ab Montag ein anständiger Mensch. Wenn wir jetzt aufhören, wäre die ganze Arbeit umsonst. Das ist meine Bank. Mein Haus, mein Plan. Also wird gemacht, was ich sage. Natürlich, Boss. Ich hab jetzt frei. Wir werden jetzt gemeinsam den Arbeitsplan festlegen. Einer gräbt, einer schaufelt, einer verteilt im unteren Keller. Der vierte hat frei. Guck mal, ein Bär auf der Alm. Du drehst jetzt den Apparat ab. Ja, ja. Schuhe runter von der Couch! Ja, ja. Das mit dem Arbeitsplan ist allen klar. Klingt überzeugend. Und gerecht. Die Kühe haben gar keine Angst vor dem Bär. Wir können also loslegen? Ja, ja. Ihr könnt schon anfangen. Wie friedlich da alles aussieht auf dieser Alm. So gemütlich. Wie bei uns. Jetzt schießt er schon auf Kühe im Fernsehen. Du gehst jetzt in den Gang. Ich habe bisher fast alles gegraben, bis zur Mauer, ganz allein. Und dann noch weiter. Ich rede mit Keimer. Und du findest, es ist in Ordnung, ist hier ständig rumzuballern. Ich habe mich total erschrocken. Ich schmeiß euch raus, alle drei. Ich betrachte mich als gekündigt. Können wir das so formulieren, ja? Verschwindet aus meinem Keller. Warum kannst du nicht einfach die Pistole einstecken? Ich verstehe gar nichts mehr. Zuerst sollen wir graben. Dann sollen wir gehen. Dann sollen wir wieder graben. Sowas nennt sich Führungsschwäche. War schon immer sein Problem. Wenn ihr nicht sofort geht. Willst du die Polizei holen, damit die uns raustragen? Während sie mich raustragen, kann ich ihnen eine Geschichte erzählen. Von einer Bank und einem Tresor. Und einem Gang? Was wollt ihr von mir? Los, sagt schon, was wollt ihr? Wollt ihr Geld? Da müsst ihr nur ein bisschen graben. Da vorne liegen 3 Millionen. Was wollt ihr von mir? Nichts. Sollen wir jetzt doch wieder graben? Oder sind wir entlassen? Oder was? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich glaube, er weiß es selber nicht. 3 gegen 1, ja? Verstehe ich das richtig? Nein. Macht, was ihr wollt. Jeder macht einfach, was er will. Ohne Plan. In meinem Haus. In meinem Keller. Ein Rollmops dazu? Oder lieber eine eingeschweißte Wurst? Und wer gräbt jetzt? Ich dachte, wir sind entlassen. Ich glaube, er muss sich erstmal beruhigen. Aber warum hat er den Fernseher zerschossen? Ah, der ist noch in Ordnung.
Und putz jetzt endlich die Scherben weg, wir werden uns noch alle schneiden. Einfach durch das Loch in den Keller runterkehren. Verstanden? Ihr habt recht. Man soll das Haus immer sauber halten. Auch den Keller. Die Kühe waren mir lieber als diese Musik. Die Frage ist nur, ob wir heute noch graben. Ich hab schon gegraben. Wie weit sind wir? Ehrlich gesagt. Fluch der Mauer. Dann muss ich wohl nachsehen gehen. Kann irgendjemand das Radio auch noch totschießen? Sieht nicht gut aus. Würde es den Herrn etwas ausmachen, meinen Plan nicht auf das Essgeschirr zu legen? Wir halten ihn. Tisch abräumen, alle. Und du nimmst das Tuch und wisch den Tisch ab. Bin ja kein Trottel. Man legt Landkarten und Bücher nicht in Bratpfannen mit fettigen Kartoffeln. Kannst du endlich mit dem Quaken aufhören? So, Tisch sauber. 2 Meter nach rechts, da müsste das Ende der Mauer sein. Ist es aber nicht. Ich glaube ja noch immer, dass wir den Plan verkehrt halten. Dieses Gebäude ist die Bank. Das Personal wird immer schlechter, von einer Bank zur nächsten. Redest du von mir? Tja, also wenn man rechnet... Einfach mit einer Schnur? Nee, die Blattkante tut's auch. Oh, je weiter wir graben, desto weiter müssen wir graben. Ja klar, je mehr wir uns von der normalen weggraben... A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Nehmen wir an, B ist jetzt 2 Meter. Es ist zum Davonrennen. Und wenn wir einfach um 2 Uhr morgens bei der Bank zur Tür reingehen, unser Ottchen ist ja inzwischen ein Profi, was Türen angeht. Um 2 Uhr morgens schlafe ich wie ein Bär. Pass auf, der Boss schießt gern auf Bären, sogar im Fernsehen. Sieht nicht gut aus. Ich wollte immer nur ein anständiges Leben, geregelte Arbeit und... Macht, was ihr wollt. Ich werde graben. Und wenn ich eine Woche oder 2 graben muss... Bist du sicher, dass du dein Problem mit Graben lösen kannst? Ein todsicherer Plan. Wir müssten bis Sonntagmittag im Keller sitzen. Wenn wir jetzt anfangen, ist es vermutlich schon zu spät, wenn der Gang immer länger zum Quadrat wird. Und wenn du wegen der 300.000 einfach einen Kredit aufnimmst? Das soll doch ein Witz sein. Sag, dass das ein Witz sein soll. Ja, mit falschen Namen, nie zurückzahlen. Und das Graben sparst du dir auch. Ich bin kein Betrüger. Sondern Totengräber. Das kannst du mir nicht erzählen, dass die ganze Million schon weg ist. Ich bin Bankräuber, verflucht doch mal! Und zwar der gefährlichste! Das haben wir nie bezweifelt. Bei mir liegt noch einiges rum. Weißt ja, wenn man Geld gut anlegt... Vor kurzem war doch dieser Boom bei Technologieaktien. Da hast du schnell eine 2. Million zusammen, wenn du rechtzeitig verkaufst. Ich habe auch noch 500.000 auf dem Sparbuch. Was, auf dem Sparbuch? Da verliert sie ihren Wert. Grundstücke, das ist das Einzige, was sich wirklich lohnt. Innenstadtgrundstücke und Wohnbauanleihen. Das Sparbuch liegt bei meiner Mutter im Wäscheschrank. Ja, hoffentlich liegt es da noch. Ich habe ein Losungswort drauf. Ratet mal. Bankräuber. Woher weißt du mein Losungswort? Wenn du dringend Geld brauchst, können wir dir sogar ein wenig aushelfen. Zinsfreie Darlehen. Kannst du mir eigentlich das mit den Blutchips erklären? Das mit den Anleihen habe ich inzwischen klar, aber Chips? Da vorne liegen mehr als 3 Millionen. Wie oft willst du das noch wiederholen? Wir haben uns das mit dem Graben, ehrlich gesagt, alle etwas einfacher vorgestellt. Weil es in diesem Keller sehr gemütlich gewesen ist. Bevor er das Kätzchen ermordet hat, waren die ja sehr... arbeitswütig. Tja, und dann ist die Stimmung gekippt. Ja, das mit den Kätzchen war zu viel. Ich habe mich noch immer nicht entschieden, ob ich in Aktien gehen soll. Fonds müssen ja keine Technologiefonds sein. Und Streu. So eine schöne Wohnbauanleihe ist optimal. Ja, Grundbesitz und Wohnbauanleihe keine schlechte Idee, aber die Renditen sind natürlich mit guten Blutchips nicht zu vergleichen. Sag mir endlich, was diese Blutchips sind. Pass mal auf. Stört es jemand, wenn ich das Radio anmache? Aber nicht zu laut, bitte. Ich versuche nämlich gerade was zu erklären. Früher hätten sie drum gestritten, wer bei der Sache mitmachen darf. Die hätten sich angestellt mit Schaufeln und Spitzhacken. Ist doch ein schönes Lied. Findest du dich auch? Weißt du, was nicht zu verachten ist? Die guten alten Admiralbanditen. Ich habe 10 laufen in Raststätten. Da schmeißen sie rein wie verrückt. Was spucken die aus? Ach, genug zum Leben. Das einzige Problem sind die von der Steuer. Bei Aktien können... Sag schon, was ist dein Blutchip? Es reicht. Endgültig. Kannst du bitte leiser drehen? Er will mir gerade erklären, was Blutchips sind.
Ja, ja. Hört ihr, was ich höre? Er ist wild entschlossen. Ja, ja, der ist noch vom alten Schlag. Ein echter Handwerker. Mir tut er ja ein bisschen leid. Ehrlich gesagt... Ein Katzenmörder? Du hast recht. Nein, er tut mir nicht leid. Wenn er wirklich für einen Meter eine Stunde braucht... Inzwischen sind sicher schon 13. Du glaubst, er schafft es bis morgen Abend? Ich nehme Wetten an. Nein, nein, du machst nicht das Wettbüro. Wir machen das mit dem Schächtelchen. Jeder legt einen Hunderter rein. Und einen Zettel mit der Uhrzeit? Eine Stunde plus minus. Von mir aus. Wer fängt an? Geheim natürlich. Jeder schreibt seine Stunde auf einen Zettel. Und wenn keiner trifft? Kriegt der Boss das Geld. Dann hat er immerhin schon 300. Alles in Ordnung? Genug Bier? Ja, ja. Wenn du den Schrank siehst, musst du nur rufen. Ich hab das Schweißgerät mit. Macht euch nur lustig. Ja, ich hab Karten dabei. Gezinkte? Ich spiele nicht mehr. Nee, kein Poker. 17 und 4 ist auch nicht viel besser. Ein Vogelquartett. A sind Raubvögel, B Wasservögel. Ente, Schwan. Das Spiel 1 Euro? 10 Cent. Bringst du mir auch noch ein Bier mit? I sind Kolibris. Schau dir den an. Groß wie eine Hummel steht da. Hast du einen Gänsegeier? Nein. Ich habe ihn gefragt. Hey, so geht das nicht. Wenn du nicht aufpasst. Ich habe doch aufgepasst. Man muss vor dem Fragen den Namen sagen. Diese Regel kenne ich nicht. Von mir kriegst du den Gänsegeier jedenfalls sicher nicht. Zu blöd zum Quartettspiel. Was? Wir geben neu. Sicher nicht. Ich habe ein Traumblatt. Gib den verdammten Geier her. Leg die Pistole weg sofort. Den Geier her sofort. Gib ihm doch. Dem sicher nicht. Dein letztes Wort? Ja. Du kannst doch nicht. Du hast doch gesehen, dass ich kann. Hör auf mit der Pistole. Es hilft mir lieber, den Idioten ins Loch zu schmeißen. Das werde ich sicher nicht. Ich werde die Polizei rufen. Was willst du? Ich will ein anständiger Mensch werden und daher werde ich die Polizei rufen. Leg das Handy weg, sofort! Was ist hier los? Seid ihr jetzt total durchgedreht? Er hat Kalmer abgeknallt. Er will die Polizei rufen. Leg das Handy weg, sofort. Aber... Gib das verdammte Handy! Ja, ja. Und jetzt rein damit, Herr Leiche. So, jetzt ist endgültig Feierabend. Du gehst jetzt in den Tunnel graben. Los! Aber sicher nicht. Dein letztes Wort? Alles mit der Ruhe. Denk einmal langsam nach. Wir brauchen Erde, um ihn zuzuschütten. Der Beppo kann doch. Ich heiße Otto. Otto! Otto! Das weißt du ganz genau. Gehst du jetzt sofort graben? Es hat keinen Sinn, jetzt planlos irgendwas zu tun. Wir müssen die Sache in Ruhe durchdenken. Und steck endlich die verdammte Pistole weg! Du hast uns in die Zwickmühle gebracht. Also beschaff uns Erde. Und zwar Dani! Moment mal! Ich hab schon Holz gesägt und geschaufelt. Du gehst nicht. Warum muss Beppo nie... Du bist ein echter Verbrecher. Ein Mörder. Ich bin Bankräuber. Sonst gar nichts. Und ich muss jetzt für dich graben. Ja. Und wenn ich... Dann knallt's. Steck bitte die Pistole weg. Ich gehe ja schon. Kannst du nicht normal gehen? Ich muss dich im Auge behalten. Achtung! Hinter dir! Du hast... Ich hab gar nichts. Die Platte. Du hast die Platte. Wenn du mit der Pistole... Von ihm persönlich signiert. Aber... Guck dir das mal an. Ich hab's doch nicht. Jack. Nur noch Jack. Aber nein. Bitte, ich... Ich hab mich 3 Stunden angestellt. Für sein Autogramm. Alles zerbrochen. Alles zerschlagen. Scheiß auf die Insel. Musik.
Katzenjammer von Andreas Renoldner mit Alexander Hauf. Ich war Otto. Robert Galinowski. Ich war Schwarz. Peter Davor. Ich war Kalmar. Und Oliver Striezel. Ich bin der Boss. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.